Vereinigung von Bienenschwärmen. Vereinigen sich ausgezogene Bienenschwärme mehrerer Eigentümer, so werden die Eigentümer, welche ihre Schwärme verfolgt haben, Miteigentümer des eingefangenen Gesamtschwarms. Die Anteile bestimmen sich nach der Zahl der verfolgten Schwärme. Ja, haben Sie nur Bahnhof verstanden? Ich auch, kein Problem. Das ist natürlich Juristendeutsch, liebe Zuschauer. Das heißt, für den Laien schwer zu verstehen, für den, natürlich für den, der im Geschäft ist, für den ist es, oder dem Fachmann ist es tägliches Geschäft. Ja, und kein Meister ist vom Himmel gefallen. Das heißt, jeder Jurist oder Rechtsanwalt muss natürlich erstmal Jura studieren, um das Ganze auch zu verstehen. Und ob das Studium auch so trocken ist, wie es gerade klang, das kann mir jetzt die Dekanin der Rechtswissenschaftlichen Fakultät erzählen, nämlich Professor Dr. Barbara Grunewald. Schön, dass Sie da sind. Klang jetzt ein bisschen trocken, das Ganze. Man sagt ja auch immer, es ist so ein bisschen Paragraphenwälzerei. Was können Sie dem denn entgegenwirken? Ist das Studium, das Jurastudium tatsächlich so trocken, wie es scheint? In gar keiner Weise. Also mir war es immer ein Rätsel, wie das dazu hat kommen können, dass man meint, das Jurastudium wäre trocken. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn Sie mal überlegen, also Sie haben ein praktisches Problem, zu wem gehen Sie? Sie gehen entweder zum Arzt oder zum Juristen. Sprich, es gibt eigentlich in meinen Augen kein einziges Studienfach, was in dem Ausmaß mit Menschen zu tun hat wie das Jurastudium und was so nah am täglichen Leben dran ist, sodass von trocken wirklich gar keine Rede sein kann. Worauf ist man denn in der Jura besonders stolz? Meinen Sie mit Jura jetzt unsere juristische Fakultät in Köln? Genau. Also wir sind in erster Linie stolz auf alle Personen, die an der juristischen Fakultät tätig sind. Das sind zum einen unsere Studierenden, die hinterher sehr erfolgreich im Beruf tätig sind, nicht nur in Köln und im Kölner Umfeld, sondern wirklich im internationalen Bereich. Wir haben auch sehr viele internationale Studierende. Dann natürlich auch auf unsere Lehrenden. Also die Kölner Juristische Fakultät ist eine der bekanntesten juristischen Fakultäten in der Bundesrepublik. Aber auch auf unsere Mitarbeiter, die sich halt sehr bemühen, trotz der sehr großen Zahl an Studierenden. Wir haben momentan 5000 Jurastudierende, jeden Einzelnen so gut zu betreuen, wie es irgend geht. Das heißt, wie viele verschiedene Fachbereiche gibt es jetzt in der Fakultät bei Ihnen? Fachbereiche gibt es bei uns gar nicht. Fachrichtungen? Bei uns sind es die Juristerei ist eingeteilt in verschiedene Lehrstühle und Institute. Und da gibt es an Schwerpunkten, an großen Schwerpunkten 3 und dann an Unterschwerpunkten sicherlich noch mal 10. Fallen die dann auch unterschiedlich groß aus? Das heißt eigentlich in Köln als Medienstadt beispielsweise, ist da der Bereich Medienrecht ausgeprägter als die anderen Bereiche? Ja, klar. Ich meine, im Unterschied zu den übrigen juristischen Fakultäten der Bundesrepublik haben wir einen medienrechtlichen Schwerpunkt. Und der ist auch in der Tat relativ stark nachgefragt. Es gibt auch einen kombinierten Studiengang mit den Medienwissenschaften, sodass man in der Tat natürlich diesen besonderen Standpunkt für uns zu nutzen sucht. Ist Jura eigentlich sehr abstrakt oder kann man so im tagtäglichen Leben immer wieder Sachen anwenden, die man auch im Studium vielleicht lernt? Ja, permanent. Ich meine, den Paragraphen, den Sie da vorgelesen haben, der ist natürlich völlig irrelevant. Niemand wird sich mit dem Jurastudium mit diesem Paragraphen befassen. Ich bin Imker, wichtig zu wissen. Ja, aber ich meine, wer ist schon heutzutage Imker? Aber wenn ich jetzt mal Sie betrachte, für Sie müsste eigentlich die Juristerei das tägliche Brot sein. Also einmal geht es natürlich um die Grenzen der Persönlichkeitsrechte gegenüber den Medien. Gerade haben Sie mich eine Weile warten lassen bis zu diesem Dreh, haben sich mal gefragt, ob Sie vielleicht schadensersatzpflichtig geworden sind. Sind Sie? Nein, sind Sie nicht. Gut, habe ich Glück gehabt. Ja, aber ich meine nur, also es ist täglich Brot eines jeden. Oder stellen Sie sich vor, Sie haben ein Mietverhältnis und oben drüber in der Etage zieht jemand mit 2 großen Hunden ein. Können Sie dann kündigen? Können Sie den Vermieter abmahnen und so weiter? Jetzt wird der Bereich Forschung an Ihrer Fakultät auch reichhaltig beschrieben. Was genau wird denn bei Ihnen geforscht? Ja, auch das ist ganz unterschiedlich. Also wenn Sie jetzt meine Person betrachten, ich habe den Schwerpunkt im Gesellschaftsrecht und im Kaufrecht. Bei mir geht es um die Frage, wie kann widerspruchsfrei eine Rechtsordnung aufgezogen sein, sodass man, ohne dass man sich in einander widersprechende Regeln verwickelt, eine Gesellschaft an den Kapitalmarkt geführt werden kann, an die Börse geführt werden kann. Oder im Bereich des Kaufrechts, wie kann man ein aus Europa geprägtes Kaufrecht in die Rechtsordnung der Bundesrepublik einfügen? Jetzt werden Gesetzestexte ja häufig geändert. Muss man sich als Jurastudent eigentlich jedes Mal ein neues Buch kaufen? Das wäre dann ein recht teures Studium. Also Jurastudium ist eines der billigsten Studien, was Sie sich überhaupt vorstellen können. Also wenn Sie kein neues Gesetzbuch sich kaufen wollen, ist es kein Problem. Wir haben sogenannte lose Blattsammlungen. Da tun Sie also die Gesetze, die geändert worden sind, raus. Und dann vergessen Sie nicht, das dauert ja nur 8 Semester, unser Studium. Das heißt, so viel ändern sich dann die Gesetze auch nicht. Man muss ja auch nicht alle Gesetze kennen, sondern man lernt exemplarisch an einigen wenigen Gesetzen. Und die ändern sich eventuell überhaupt nicht während Ihres ganzen Studiums.
Ja, aber jetzt, das sind ja jetzt dann 8 Semester, danach geht es natürlich weiter, da kann sich auch noch einiges ändern in der Zeit. Es gibt dann noch das erste Staatsexamen, das zweite. Ihrer Meinung nach, sollte man auf jeden Fall bis zum zweiten gehen oder für wen ist was da am besten geeignet? Ich würde auf jeden Fall das zweite Staatsexamen immer empfehlen. Da erwerben Sie die sogenannte Befähigung zum Richteramt und können dann alle juristischen Berufe ausüben. Also Sie können dann Rechtsanwalt werden, Sie können Staatsanwalt werden, Sie können Richter werden. Also mit dem zweiten juristischen Staatsexamen hat man dann sozusagen die ganze Palette in der Tasche. Jetzt bringt natürlich nicht jeder so die Fähigkeit mit, irgendwie vor Leuten zu sprechen, jetzt irgendwie Richter zu werden am Gericht oder auch Verteidiger oder wie auch immer. Gibt es so gewisse Charaktere, denen Sie eher dann im Jura empfehlen würden oder eher abraten? Ja, also ich glaube, wenn man Freude haben will an der Juristerei, muss man Freude an Texten haben. Also man muss jemand sein, der gerne liest, der gerne formuliert, dann auch eigene Texte formuliert. Man sollte, wie Sie es schon gesagt haben, in der Lage sein, frei zu sprechen, denn das ist doch ein täglich Brot von uns. Erstaunlicherweise haben wir sehr gute Übereinstimmungen zwischen den Abiturnoten und den Examensnoten. Das heißt, all die Personen, die ein gutes Abitur machen, sind letztlich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch bei uns erfolgreich. Das heißt, wo ist der NC? Der NC, also es gibt keinen bundesweiten NC, das heißt, jeder kann Jura studieren, der möchte. Allerdings müsste man dann auch bereit sein, sagen wir mal, nach Greifswald oder Bielefeld zu gehen. Oh, für Köln ist es nicht, also Köln ist sehr, sehr gefragt. Im Augenblick haben wir in diesem Semester bis jeden angenommen, bis zu einer Abitursdurchschnittsnote von 2,1. Aber es lohnt sich immer, sich zu bewerben, denn es gibt natürlich auch immer besondere Berücksichtigungen von sozialen Verhältnissen. Und man weiß nie, wie es im nächsten Jahr ist. Das stimmt. Professor Dr. Barbara Grunewald, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch und Ihnen jetzt ein wunderschönes Wochenende. Dankeschön.